Der zweite Titel, der jetzt neu in die Platinum Cult Edition aufgenommen wird, ist Roter Staub. Und damit habe ich ehrlich gesagt auch alles schon erwähnt, das ich über den Film weiß. Das Einzige, das mich jetzt ein bisschen überrascht, Roter Staub, ist offensichtlich von Michelle Ray, ist ein alter Film, der älteste Film, der bis dato in die Platinum Cult Edition eingezogen ist, bietet dafür allerdings ein wirklich geiles Cover, das, wie auch bei der Pranke des Leoparden, eine Mischung aus gezeichnetem Motiv und unter Anführungszeichen Filmstil ist, wobei mich die Zeichnung da oben, obwohl sie natürlich wesentlich schöner gezeichnet ist, ein bisschen an die legendären Filmposter aus Ghana erinnert. Was mir beim Artwork von diesem Cover allerdings relativ gut gefällt, ist, dass das Gesicht hier oben zwar gezeichnet ist und das Bild hier unten ein Filmstil ist, dass der allerdings so bearbeitet und aufbereitet wurde, dass man das ehrlich gesagt gar nicht merkt, dass diese Elemente doch irgendwie zusammenpassen und dass auch durch diesen Wolken-/Verwisch-Effekt man doch das Gefühl haben könnte, das Motiv ist aus einem Guss. Gefällt mir relativ gut, passt auch, sage ich jetzt absichtlich so dazu, überraschend gut zu einem dermaßen alten Film, weil damals war ja Holopapier kein Thema und demnach ist es immer wieder eine Frage, ob dann Artworks zu diesen Filmen auch zu dieser Aufbereitung passen. Ja, finde ich in diesem Fall absolut. Es sieht wirklich cool aus, vor allem, weil natürlich auch der globale Look, sage ich einmal, der Platinum Cult Edition aufrecht geblieben ist, mit den Bannern oben und unten, mit den geprägten Schriftzügen. Leider war die Post in meinem Fall etwas böse und hat mir da eine Ecke eingedrückt. Aber was natürlich ganz besonders erwähnenswert ist, wieder mal, wie schön einheitlich das Ganze hier auf dem Spine ist. Und alle bislang erschienenen über 30 PCE-Releases passen da tipptopp zusammen. Ah ja, ich kann noch was ergänzen, dass ich jetzt über Roter Staub weiß. Es geht um Stierkampf, was man nicht so alles rausfinden kann, wenn man eine Blu-ray umdreht. Außerdem ist natürlich auch das Backcover, wie von der PCE gewohnt, mit dem Holopapier, ist in genau demselben Design, wie man es von den anderen Titeln gewohnt ist. So, ganz ehrlich, lobe ich mir das. So macht man einheitliche Reihen. Großartig. Im Inneren dann wieder einmal das Keepcase mit einem alternativen Motiv, das ganz ehrlich, also jetzt ist es wirklich wie ein Filmplakat aus Ghana, mit derselben Zeichnung, die auch dann vorne fürs Frontcover verwendet wurde, mit einer wirklich wahnsinnigen Mischung, wie hier dann das zweite Motiv reingekommen klatscht wurde, mit dem Rahmen, mit dem Filmtitel. Das Ganze sieht irgendwie aus wie ein Schundroman aus den 50er Jahren. Wahnsinn! Aber das Ganze natürlich so positiv gemeint, wie ich es nur meinen kann. Ich finde es großartig. Außerdem erinnert mich der Bildaufbau ein kleines bisschen an mein Zavi-Rant-Video von gestern. Und alleine das macht's schon besser. Dann das Backcover vom Keepcase, wie gewohnt 1:1 identisch mit dem Backcover vom Schuber. Drinnen dann einerseits, wie gewohnt, der Platinum Cult Edition Gutschein. Für 10 gekaufte Teile gibt's eine gratis coole Aktion, Werbung und das Booklet. In dem bekommen wir... Irgendwie haben die Zeichner offensichtlich dieses Motiv wollen. Auch cool gezeichnet irgendwie. Infos über den Film... Damals offensichtlich das alte deutsche Plakat, ebenfalls mit demselben Bild, aber halt nur ein bisschen anders gezeichnet. Aber ich glaube neu gezeichnet, weil da hat er irgendwie den Mund offen und hat aber eine andere Frisur. Also quasi, da hat dann der deutsche Plakatzeichner das Originalplakat abzeichnen müssen. Auch sicher ein glorreicher Job. Außerdem ist da noch dabei etwas, was ich bei den PCE-Releases mit Soundtrack immer genial finde. Ein
Blatt in dem Format, dass man rein theoretisch diese CD sogar in eine CD-Hülle packen könnte und sich dann die Tracklist vom Soundtrack dazu tun, ist in diesem Fall auf jeden Fall wesentlich intelligenter und cleverer, als man hätte das Soundtrack-Listing irgendwo ins Booklet gedruckt oder auf einen Zettel im normalen Blu-ray-Case-Format. Da hat man wirklich cool mitgedacht. Außerdem, was ich an dem Release relativ cool finde, wir haben hier auf der ersten Seite, sage ich jetzt mal, von diesem Discbuch die Blu-ray, dann haben wir auf der zweiten Seite die beiden DVDs, nämlich einerseits die Filmdisc und die Bonusdisc und dann auf der dritten Seite die Soundtrack-CD. Das passt alles so herrlich zusammen. Die OCDs in mir freuen sich wahnsinnig drüber. Das Ganze sieht cool aus, ist cool gemacht. Von dem Film weiß ich zwar wirklich absolut gar nichts, aber der Release in der PCE ist schon einmal wirklich cool.